Grün-weißer Neustart ohne neue Gesichter. Rapid will mit 23 Mann in die neue Saison gehen. Einzig ein Linksverteidiger soll noch verpflichtet werden. Sturm Graz bereitet sich in Bad Waltersdorf auf die neue Saison vor. Doch die Blackies müssen fortan auf Barış Artık verzichten. Der Spielmacher wechselt zum FC Kaiserslautern. Dafür werden zuletzt mit Oliver Philipp und Fabian Schubert zwei neue Akteure verpflichtet. Mit dem Erreichten zufrieden sein ist wie Laufen am Stand. Das weiß auch die Wiener Austria, die schon eifrig für die neue Saison schwitzt. Bis Freitag trainieren die Veilchen noch im Trainingslager Steinbrunn. Danach geht die Vorbereitung in Seeboden in Kärnten weiter. Alex Grünwald ist motiviert. Die Laktate hat nicht jeder Fußballer gerne, aber die sind sehr wichtig, ein Teil vom Trainingsprogramm, um das dann einfach sehr gut zu absolvieren. Und ja, wir haben wohl im Urlaub auch unser Heimprogramm gehabt, wo wir das ein oder andere Mal am Laufband waren. Oder eben normal laufen und von dem her sind wir das eh gewohnt. Zuletzt werden Gerüchte laut, dass der mehrfache deutsche Teamspieler Heiko Westermann an den Verteilerkreis wechseln könnte. Thorsten Fink hält sich zum Thema Neuverpflichtungen aber zurück. Ich glaube, dass wir jetzt auch nicht unseren Kader großartig verändern wollen. Das ist ja sehr wichtig, dass die Mannschaft eigentlich zum Großteil so zusammenbleibt, dass wir die Führungskräfte eigentlich behalten. Ich meine, das geht irgendwann dann nicht mehr, aber dass auf jeden Fall nicht ein Neuanfang da sein muss. Und das ist mir ja sehr wichtig und das hat man ja auch gemerkt, dass die Mannschaft da immer sicherer wurde vom System, vom Spielen her und dass auch die jungen Leute auch dann die Chance haben, hochzukommen. Wenn wir jetzt viele neue Spieler holen, sind wir halt einfach davon überzeugt, dass die Jungen dann kein Entwicklungspotenzial haben nach oben. Die Violetten wollen in der kommenden Saison hoch hinaus. Die Marschrichtung ist klar. Oder ganz nach vorne zum Kommen. Ob das diese Saison möglich ist, wird man sehen. Natürlich wird Salzburg auch trotz der vielen Wechseln der Favorit bleiben. Besagter Favorit geht mit einem neuen Trainer in die Saison. Marco Rose hat große Ziele mit Salzburg. Wir wollen attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Ich meine, wir sind im Profifußball. Es geht natürlich um Erfolg. Aber wir wollen dabei schon auch versuchen, die Leute mitzunehmen. Und vielleicht jubelt der Meister beim 10. Antritt ja auch über die erfolgreiche Qualifikation in der Champions League.